Meine Lieben, wir melden uns zurück. David von Musik Produktiv. Neben mir sitzt der liebe Nick von Zodiac. Ja. Wir grüßen euch. Und heute mal ein etwas anderer Aufbau. Ja, derjenige, um den es heute gehen soll, der steht hier zwischen uns, ja, zwischen den Stühlen. Und zwar ist das der neue, ihr kennt es vielleicht jetzt rein von der Front nicht, der neue Goldfinger Phi oder Pi, wie auch immer, 54 aus dem Hause Bokener. Ja, und eigentlich, sag ich mal, ein altbekannter, ne? Also zumindest den Goldfinger 4590 gibt es ja schon seit geraumer Zeit. Ne? Also ein sehr, sehr, sehr beliebter Vintage-Style-Amp, einen fantastischen Clean-Sound und auch einen sehr geilen Overdrive. Und jetzt der neue Wurf vom Reinhold. Allgemein, was ist jetzt neu, was ist altbekannt? Soweit ich weiß, ist die Preamp-Sektion soweit vom alten Goldfinger oder vom regulären Goldfinger übernommen worden. Was wir hier jetzt auf jeden Fall als besonders ja, erwähnenswert haben, wäre einmal generell, wie die Endstufe beschaffen ist. Ja? Also wir haben sowie ein Pärchen, also zwei 6L6 als auch 6V6 Endstufenröhren, ja, macht Sinn in der Endstufe, die wir zusammen, aber auch getrennt fahren, schalten können und dadurch ergeben sich eine ganze Menge, irgendwie 6, 7 verschiedene Abstufungen in der Leistung, in der Wattzahl. Ja? Ich meine, die Range geht dann quasi von 66 bis 9 Watt, so über den Daumen. Wir sind jetzt bei knapp 30. Wir haben nämlich, das kann man unterseitig, also auf der Rückseite anwählen, beide Röhrenpaare drin und einfach jetzt nur oben auf dem Bedienpanel den Low-Modus angewählt, sodass man ungefähr bei halber Leistung landet. Genau, das jetzt in der Fülle oder in Gänze, sage ich mal, zu zeigen, also zu demonstrieren klanglich, wie sich das jetzt auswirkt mit den verschiedenen Paaren, also mit den Röhrenkombinationen und auch mit den verschiedenen Leistungsabstufungen, das würde den Rahmen jetzt hier ein bisschen sprengen und das ist so einfach schwierig jetzt darzustellen. Nichtsdestotrotz macht der Verstärker auch einen verdammt schlanken Fuß und hat auch noch andere Funktionen, die wir euch hier auf jeden Fall erstmal zeigen wollen und ansonsten gilt natürlich wie immer, kommt vorbei, selber anspielen. So, lange Rede, wir gucken mal eben kurz obendrauf, wie sich das hier so gestaltet. Wir haben einen sehr gut klingenden Reverb mit an Bord, den habt ihr jetzt auch schon gehört. Der ist drin, den lassen wir auch drin. Ich habe jetzt keinen weiteren Hall oder so eingeschliffen. Hier können wir nochmal unseren FX-Level regeln. Das ist ein Röhren-gebufferter Loop, seriell meine ich. Wir haben ein Presence, logisch, also ja, so ein Höhen Master, wie auch immer, Regler, der eher bei der Endstufe greift. Wir haben ganz klassisch hier Bässe, Mitten und Höhen. Wir haben unseren Loudness-Regler, wie man das ja schon vom Goldfinger kennt, unseren Gain. Wir haben zwei verschiedene Boosts, einen Solo-Boost und ja, einen separaten Boost, der einfach nur Boost heißt. Wobei man den hier nochmal dosieren kann über dieses kleine Trim-Poti hier oben. Genau, ansonsten haben wir diese Expander-Sektion hier unten, High und Low. Das ist auch nochmal dazu gedacht, um in der Endstufe, sage ich mal, jeweils Bässe bzw. Höhen zu konturieren. Also auch nochmal so ein etwas anderes Voicing. Gut, was hier jetzt vielleicht auch noch abschließend hervorzuheben wäre, sind die verschiedenen Equalizer-Sektionen, die man hier hat. Einmal ganz klassisch, wie man es gewohnt ist, ein ganz klassischer Tone-Stack, ja, also mehr so 60s kann man sagen. Und dann haben wir oben noch diesen Bugs-EQ. Gut, und wie ihr merkt, das Kistchen kann eine ganze Menge. Ja. Ein Fußschalter ist auch mit dabei, den kann man vielleicht später nochmal irgendwie einblenden oder reinschneiden. Über den ist dann nämlich jeweils Reverb, der Loop rein und raus nehmbar und so wie der Solo als auch der normale Boost einschaltbar. Genau, wenn ihr gleich ein Delay hört, wir haben wie so häufig unser Flashback Mini hier vorne eingeschliffen, also ein simples Delay, um ne, auch deine Reproduzierbarkeit zu zeigen. Ja, jetzt sabbel ich schon wieder so viel. Nick, wenn du magst, okay. Einfach mal ein bisschen was spielen. Ich drehe mal gleich ein bisschen an den Knöpfen und wir versuchen euch den Verstärker mal ein bisschen näher zu bringen.
Schöner Clean Sound. Ja, also ich finde den Hall extrem schön. Ich habe jetzt erstmal alles, also der Clean Sound spricht Bände, da, keine Frage. Also das ist schon echt State of the Art. Dafür war der, oder ist der Goldfinger auch eigentlich hinlänglich bekannt. Aber ich fand den Hall gerade auch sehr, sehr geil. Ja. Also auch sehr geschmackvoll von der Dosierung. Aber jetzt, wenn man den jetzt mal voll aufreißt, was ich gerade am Ende hatte. Ja. Das muss man mit dem Pedal erstmal so hinbekommen. Deshalb finde ich, ist so ein guter Reverb auf jeden Fall immer Gold wert. Ne? Den einfach direkt mit an Bord zu haben. Im wahrsten Sinne. Im wahrsten Sinne. Das war jetzt nicht mal beabsichtigt. The Gold. The Golden Hall. Genau. Ansonsten würde ich sagen, wir können ja einfach mal ein bisschen mehr Dreck in Ton geben. Gucken, wo wir da so landen. Ich spiele mal ein bisschen mit dem Gain vielleicht. Eigenständige Zerre, finde ich irgendwie. Jo. Qualitativ, also man spricht ja häufig auch von der Tongüte, ne, was eben dann halt, sag ich mal, unter Umständen ähnlich, im ersten Augenblick ähnlich klingende Verstärker unterscheidet, die dann doch mal vielleicht preislich etwas auseinanderliegen. Es gibt ja immer noch den Begriff der Tongüte, der Klanggüte. Und das ist bei Bruckner halt wirklich allererste Sahne, wenn man das so sagen möchte. Ja. Klingt auch nicht so wirklich kratzig. Ja, ne? Ich meine, okay. Also ich finde den, find den super. Ja, dachte ich mir. Alter Blues-Uwe. Mhm. Ja, dann schön vintage gehalten. schön vintage gehaltener Amp. Sehr gut. Aber das ist ja nicht alles. Wir können ja mal probieren. Also was man merkt, wenn ich jetzt einfach nur das Gain anhebe, dann nimmt auch die Lautstärke entsprechend zu. Das kann man natürlich auch kompensieren, ne? Über Volume, Loudness, verschiedene Endstufen, Abstufungen, ja? Oder wie auch immer man das nennen möchte. Genau, aber wir können ja mal mit den Boosts arbeiten. Und zwar drehe ich jetzt diesen, nicht den Solo, sondern den regulären Boost jetzt mal komplett auf hier über das Poti. Wir nehmen das Gain mal wieder zurück. Ich nehme den Boost mal rein. Stimmt. Ja, also sehr, sehr schöne Höhen. Ja, auf jeden Fall. Das merkt man auch. Es ist halt nicht irgendwie aufdringlich oder so. Ne? Es ist sehr angenehm. Also abgesehen von der Lautstärke gerade, das war schon ein bisschen viel. Ne? Aber die Höhen sind schon eher seidig als jetzt klirrig oder so. Ne? Schwierig, über das zu sprechen. Ja, auf jeden Fall einfach, ja, ich bezeichne sowas immer gerne als geschmackvoll. Ne? Also ich, wie gesagt, es ist nicht zu aufdringlich. Es ist ein schön vintage gehaltener Ton. Ja? Mit einer wohlartikulierten Zerrung. Und das sieht untenrum halt auch schön kehlig. Ja. Das mag ich, klar, Stratt jetzt gerade auf dem Schoß, ne? Aber das mag ich persönlich halt immer sehr gerne. Und da merkt man, dass da verhältnismäßig auch schon viel Dampf geht, so, oder? Also es ist ja jetzt kein Metal-Amp, so weiß Gott nicht. Ist auch gut so, dass er das nicht ist. Wir gucken dann nochmal mit der Les Paul, was da dann noch so geht. Aber ja,
Ich hatte ehrlich gesagt erwartet, dass der deutlich cleaner daherkommt. Ja, also klingt clean ja fantastisch, aber ich dachte, dass es halt mehr so ein One-Trick-Pony wäre eigentlich. Mhm. Ne? Aber das macht er echt gut. Ich könnte ja nochmal, du könntest viel besser nochmal, vielleicht was mit einem Delay oder so. Okay. Ein bisschen Lead-mäßig, dann frickle ich da gleich nochmal rum und dann wechseln wir auch schon direkt zu Les Paul, würde ich sagen. Okay. Ja. Jetzt nehme ich den Loop mal mit rein, den Boost lassen wir drin, wenn du möchtest. Die guten alten Single Coils. Brummt dezent. Ja. Das ist jetzt nicht der Amp. Das, ne? Da kann der Verstärker nicht zu. Ah, damit muss man leben. Ja, absolut, klar. Richtig gerade ja, so. Ne? Schon aber, cool. Ich mag es einfach untenrum auch gern, wenn es so ein bisschen ne, flabbriger wird. So. Da fühlt man sich immer wirklich an alte Zeiten erinnert, sag ich mal. Erkennst, der klingt schon gut, gefällt uns nicht schlecht. Wir können noch mal ganz kurz vielleicht das mit diesem Equalizer zeigen. Kannst du einmal vielleicht einfach irgendwas nochmal spielen? Das Gain auf jeden Fall mal zurück, das muss jetzt ja nicht alles. Ziemlich subtiler Unterschied, würde ich sagen. Also da habe ich jetzt nicht so wahnsinnig viel wahrgenommen. Also wie gesagt, ich habe gerade diesen anderen Equalizer, die andere Klangregelung nochmal reingedreht, regulär oder eingeschaltet. Regulär ist das halt eigentlich dieser 60s Tone Stack und wenn man das hier so aktiviert, dann hat man eben diesen Bugs EQ. Genau, so ein bisschen 50s. Das klang für mich jetzt einfach so dünner. So, das andere war einfach ein bisschen präsenter, dieser reguläre Tone Stack, sage ich mal. Ja, und dann haben wir das vielleicht auch mal gehört. Jetzt würde ich sagen, wir sehen uns sofort wieder. Kurz eben die Klampe wechseln und dann gehen wir nochmal mit Les Paul rein. Bis gleich. Zurück zum Goldfinger Pi-Fi, wie auch immer, 54. Wir sind nach wie vor ganz regulär im Betrieb, jetzt gerade keine Boosts an oder so. Ein bisschen High mit an Bord. Jo, wenn du magst, einfach noch einen spielen. Ich drehe mal ein bisschen an den Knöpfen. Okay. Würde ich sagen. Brüllt. Brüllt, ja. Also der Löwenvergleich, der war auf jeden Fall schon ganz treffend, würde ich sagen. Klar, jetzt mit der Les Paul einfach noch ein bisschen weiter auf die Spitze getrieben, ne? Also noch ein bisschen bulliger, irgendwie hier bin ich. Klingt halt aber auch sehr, sehr geil. Ne? Also einfach ein gesunder Vintage-Ton irgendwie. Also gerade so Classic Rock ist damit, denke ich, auch kein Problem. Aber wir können ja mal ins Game wieder zurückrollen und mal so ein paar cleanere Sachen, so ein bisschen Blues und
Scheiße. Ja, nö. Ich habe jetzt gerade nochmal nebenher die beiden Expand-Regler hier bedient. Also da merkt man, also zum Beispiel jetzt bei den Bässen, da gab es dann ein bisschen mehr Schub. Wir können mal ganz, ganz gut einen Akkord anschlagen. Das gleiche mit den Höhen, ne? Also ja, wer jetzt, sage ich mal, eine Les Paul auf dem Schoß hat und die kommt jetzt irgendwie sonderlich dunkel daher und möchte das jetzt im Vergleich zu einer Strat oder Tele abstimmen, dann kann man halt hier ein paar Höhen mehr drauf geben irgendwie oder umgekehrt. Ich finde, für solche Geschichten ist so eine Funktion mit Sicherheit sinnvoll. Ansonsten hat man ja auch noch eine gut funktionierende Dreibandklangregelung. Vielleicht nochmal was mit ein bisschen Delay. Ja, ein bisschen mehr Dampf. Wir gucken nochmal. Wir können den Boost ja nochmal aktivieren. Fall, ne? Ich finde jetzt, dass der Overdrive jetzt nicht so, es ist schon klassisch im Ton, aber nicht so irgendwie daherkommt, wie wenn ich jetzt irgendwie den Marshall anschließe oder so. Es, ne? Ist schon irgendwie was Eigenes. Auf jeden Fall. Was, also er brüllt gut, kotzt gut irgendwie, ne? Ist aber irgendwie jetzt, finde ich, nicht penetrant oder so. Ne? Also außer von der Lautstärke, gut, irgendwann macht das Ohr halt dicht so, ne? Aber da kann der Verstärker ja nichts für. Ja. Aber das finde ich eigentlich sehr geschmackvoll gehalten, ja, wobei der Booster halt auch echt schon ordentlich Gummi gibt. Ja, und man muss dazu sagen, die Gitarre hier, die hat auch schön Höhen, also für eine Les Paul jetzt. Jo, relativ schnell also in der Ansprache. Genau. Ja. Haben wir noch irgendwas, was wir euch zeigen können? Lass uns vielleicht einfach nochmal rausspielen mit einer kleinen Nummer. Ja, okay, wenn Nicke so möchte, wenn die Ohren noch können. Dann schalten wir mal auf High. Viel Spaß, Tobi. Ja, viel Spaß, Tobi. Viel Spaß euch da draußen. Wir können uns ja vielleicht schon mal verabschieden und du spielst uns einfach raus an diesem warmen, heißen Sommertag hier heute. Okay. Wie immer, kommt am besten bei uns selber vorbei, hier im Hauptgeschäft in Ibbenbüren. Spielt den neuen Goldfinger Phi, Pi, wie auch immer, Pi 54 selber bei uns an. Guckt uns auch gerne mal im Online-Shop vorbei. Ja, ansonsten würde ich sagen, hat Spaß gemacht. Wie immer. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal, ja? Macht's gut. Ciao, ciao. Spiel ist aus!